Also wir spielen seit nunmehr einem Jahr ein politisches Kabarett, aus dem wir ein politisches Quiz gemacht haben mit Publikumsbeteiligung. Es trägt den klingenden Titel Niemand nennt uns Mitzi. Es ist mir eine besondere Freude, ein politisches Kabarett in die Häuser zum Leben zu bringen und damit auch eine Freizeitaktivität für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Zu- und Angehörigen und natürlich die Bewohner und Bewohnerinnen, die ja sehr an Politik interessiert sind. Und ich finde eigentlich, dass man diese Häuser für solche Programme öffnet, auch für externe Gäste, ist eigentlich eine gute Sache. Kabarett in diesen Rahmen ist sicherlich etwas, was einfach nur ergänzend eine gute Idee ist. Ich bin heute am Nachmittag auf der Bibliothek gesessen und habe mir überlegt, ich würde halt voll gerne am Abend ins Kabarett gehen und habe ein bisschen das Internet durchstöbern. Und dann bin ich auf dieses wunderbare Prachtstück gestoßen. Also das Kabarett kommen die unterschiedlichsten Generationen zusammen, weil Spaß verbindet Menschen jeden Alters. Also unser Anspruch ist, dem Publikum etwas zum Lachen mitzugeben, aber auch etwas zum Denken, um etwas über politische Kommunikation zu lernen. Wir werden ja jeden Tag 24 Stunden lang mit Politik berieselt. Politische Kommunikation ist immer und sie ist überall. Und um zu verstehen, welche Mechanismen da bedient werden, haben wir uns entschlossen, damit auf die Bühne zu gehen. Du schwingst dich nichtsahnend aufs Rad, fährst zur Hofburg, um dich als Superministerin angeloben zu lassen und plötzlich weht dir der kalte Hauch des Todes in den Nacken. Schaut für mich ein bisschen aus wie eine Szene aus Der schwarze Hai. Ich habe die Absicht, also wir haben die Absicht, weiter hier die Veranstaltungen zu besuchen, ja, weil sie einfach schön sind, ja, unterhaltsam und abwechslungsreich. Wir gehen zum Lachen nicht in den Keller und das müssen alle Wienerinnen und Wienerinnen wissen. Wir werden auch in Zukunft immer wieder Kabarets, Sachen zum Lachen in die Häuser zum Leben bringen, weil das ein wichtiger Teil des Lebens ist. Tja, und es gibt ja noch Hoffnung. Sie sind ja noch nicht ganz ausgestorben, die politischen Persönlichkeiten, die noch vernünftige Vorschläge haben. Man bringt den Spritzwein. In diesem Sinne, danke schön, vielen Dank. Danke vielmals. Danke sehr. Er wirkte wenig ministeriell. Er trug einen dunkelgrauen Anzug, dazu schwarze Socken, schwarze Schuhe und ein weißes Hemd mit einer dunklen Krawatte, die fest saß. Frag ich mich jetzt, in welcher Haltung ist die Frau Graumann? Die kommt schon. Graumann! Waren Sie auch dabei?